In diesem Video möchte ich euch nicht nur den Planeten Alderaan etwas genauer vorstellen, sondern werde auch im gleichen Zuge die Frage beantworten, wieso das Galaktische Imperium ausgerechnet diesen Planeten als erstes Ziel für ihre neue Superwaffe, den Todesstern, ausgewählt hatte. Das lag nicht nur daran, dass Alderaan Prinzessin Leias Heimatplanet war, sondern an weiteren, tiefergehenden politischen Entscheidungen, die die Regierung des Planeten in der Vergangenheit getroffen hatte. Hierbei müssen wir bis zu der Zeit vor den Klonkriegen zurückgehen, also fangen wir direkt an. Als einer der malerischsten Planeten der Kernwelten war Alderaan von Wildblumenwiesen überzogen, die sich bis hinauf in uralte Gebirgsketten erstreckten, deren Gipfel mit Schnee bedeckt waren. Die Städte unterstrichen mit ihrer Architektur die natürliche Schönheit des Planeten und waren Epizentren von Kultur und Bildung, die von den Alderaanern hochgeschätzt worden war. In den Tagen der Republik war Alderaan ein bedeutender Planet in galaktischen Angelegenheiten. Als die Invasion von Naboo zum Ende der Amtszeit von Kanzler Valorum führte, gehörte Senator Bail Antilles von Alderaan zu den Nominierten bei der Neuwahl des obersten Kanzlers. In den Jahren vor den Klonkriegen wurde Königin Breha Organa gekrönt und heiratete Alderaans neuen Senator Bail Organa. In dieser Zeit freundeten sich beide mit den Senatorinnen Mon Mothma von Chandrilla und Padma Amidala von Naboo an. Während der Separatistenkrise war Bail ein führendes Mitglied von Kanzler Palpatines Loyalistenkomitee, das sich ernsthaft um die Integrität der Republik sorgte. Als Jedi und Senat erfuhren, dass insgeheim eine Klonarmee für sie erschaffen wurde, sprach Bail sich gegen einen Krieg aus. Unglücklicherweise erteilte der Senat dem Kanzler Notstandsvollmachten, woraufhin die große Armee der Republik sogleich auf Geonosis einmarschierte, was gleichzeitig den Beginn der Klonkriege darstellte. Während des Krieges ist Alderaan Gastgeber einer Konferenz, die sich dem Schicksal von Kriegsflüchtlingen widmete. Die Hauptrednerin ist Senatorin Padma Amidala. Jedi-Padawan Ahsoka Tano schloss sich ihr an, da sie eine Vision von ihrer Ermordung hatte und vereitelte einen Anschlag der Kopfgeldjägerin Aura Singh. Bei Kriegsende war Bail einer der Senatoren, die sich lautstark gegen die zunehmenden Machtbefugnisse des Kanzlers aussprachen. Als Palpatine sich selbst zum Imperator machte, half Bail den Jedi bei der Flucht und adoptierte mit seiner Frau Breha Padmes neugeborene Tochter Leia. Bail und Breha blieben den friedlichen Idealen Alderaans nach außen hin treu, erkannten aber, dass sich das Imperium nur mit bewaffneter Gegenwehr aufhalten ließe. Sie hatten großen Anteil an der Gründung der Rebellenallianz, empfangen Sympathisanten bei Banketten, brachten viele Rebellenzellen zusammen und unterstützten sie heimlich. Stets bemüht, eine Verbindung zu den geächteten Gruppen glaubhaft zu leugnen. Vor der Schlacht von Scarif kehrte Bail nach Alderaan zurück, um sein Volk auf einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten. Doch Grand Moff Tarkin, der ihre wahre Loyalität anzweifelte, sah sich zu einem Exempel mit dem Todesstern genötigt. Angetrieben von der Gegenwart Prinzessin Leia Organas auf dem Todesstern, wählte er ihren Heimatplaneten Alderaan als erstes Ziel. Der Superlaser der Kampfstation löschte den Planeten innerhalb von Sekunden aus, wobei Breha, Bail und Milliarden anderer Alderaaner starben. Nur noch ein als alderaanischer Friedhof bekanntes Asteroidenfeld erinnerte nun an die einst stolze Welt. Bis zur Niederlage in der Schlacht von Endor hielt das Imperium dort eine Blockade aufrecht. Kurz darauf flog eine kleine Flotte von Alderaanern, die beim Schuss des Todessterns anderswo waren, dorthin. Sie suchten inmitten der Asteroiden nach Überresten ihrer Heimatwelt. Dank Leia erhielten die Überlebenden Schrottteile vom Todesstern, um vor Ort eine Raumstation als neues Zuhause errichten zu können. Damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video über den Planeten Alderaan gefallen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann holt das jetzt gerne nach und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so stellt ihr sicher, dass ihr in Zukunft bei wirklich jedem neuen Video von mir benachrichtigt werdet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.